In der Region gab es heute zahlreiche Verkehrsbehinderungen. Hunderte Landwirte waren mit ihren Traktoren unterwegs, um auf die Sorgen und Nöte der Landwirtschaft aufmerksam zu machen. Die Bauern sind wütend. Der Unmut ist nach wie vor enorm. Man muss einfach sehen, es hat eine größere Vorgeschichte. Wir haben eine neue Agrarpolitik dieses Jahr, das erste Mal, die verbunden war mit weniger Geld, dafür mehr Auflagen. Wir haben eine Kürzung der Mehrwertsteuer für pauschalierende Betriebe von 10,7 auf 9 und jetzt soll es auf 8,4% gekürzt werden. Das ist alles Geld, das unmittelbar in den landwirtschaftlichen Betrieben fehlt. Und jetzt kommt die Politik und will 1 Milliarde zusätzlich eintreiben. Da finden wir Bauern uns einfach völlig ungerecht behandelt, überfordert in dem Zusammenhang. Und das hat natürlich das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht. Der Bauernverband hat am Wildpark bei Bad Mergentheim eine Demonstration angemeldet, zu der auch Oberbürgermeister Udo Glatthaar gekommen war. Auch der stellt sich klar auf die Seite der Landwirte. Verständnis für die Maßnahmen der Regierung hat er nur bedingt. Das ist nicht nur die jetzige Bundesregierung, auch viele davor haben vielleicht gut gemeintes, aber Falsches gemacht. Aber trotzdem, die jetzige setzt dem Ding halt eine schlechte Krone auf, indem sie die Landwirte der konventionellen Art eher bekämpft, anstatt sie zu unterstützen. Und die Leute umzuerziehen ist das eine, da bin ich auch dagegen. Aber einen Berufsstand so zu wirken, dass er kaputt geht, dann erreicht man das, was man nicht will. Dann kommen ausländische Großkonzerne, kaufen die Flächen auf oder pachten sie an. Und dann haben wir hier keine eigene Landwirtschaft mehr. Dann haben wir aber auch keine eigenen regionalen Produkte mehr. Seit frühmorgens waren die Landwirte bereits unterwegs und sie treffen nur sehr vereinzelt auf wütende Mitbürger. Die überwältigende Mehrheit scheint Verständnis für die Bauern zu haben. Ich bin um 20 nach 4 heute Morgen losgefahren und dann ging es dann ein so Schrittgeschwindigkeit bis nach Magelsheim runter, wo dann die erste Kaffeepause war. Und dann ging es weiter Richtung Mergentheim, wieder zurück nach Magelsheim, wieder nach Mergentheim und jetzt hier hoch zum Wildpark. Also die meisten, wo man gesehen hat, wo vorbeigefahren sind, die haben dann Daumen hoch gemacht. Man hat auch auf vielen Überfahrten hat man Leute gesehen, die Daumen hoch gemacht und jubelt haben und angefeuert haben, dass wir bloß weitermachen sollen. Selbst ein paar ausländische oder Italiener, Franzosen, habe ich alles gesehen, die auch gehupt haben und einen Daumen nach oben gestreckt haben. Überaus positiv und haben alle gewunken, Daumen hoch, mal gehupt. Also war schön, das so zu sehen. Staatliche Subventionen machen im Durchschnitt insgesamt knapp die Hälfte des Einkommens von Landwirten aus. So zumindest lautet ein immer wieder gehörter Vorwurf der Gegenseite. Die Argumentation ist einfach falsch, weil alles, was hier als Subventionen bezeichnet wird, ist zum Teil einfach Aufwand für eine Agrarumweltmaßnahme zum Beispiel. Bekomme ich Geld dafür, dass ich Saatgut kaufen kann, dass ich meinen Acker mit einer Blühmischung einsehe? Das hat nichts mit dem Gewinn zu tun. Das ist einfach ein staatliches Programm, um Umweltleistungen zu erzielen, wo die Bauern Geld bekommen, die eigentlich gar keine Subventionen sind. Viele Vorgaben, viel Bürokratie, aber immer weniger Unterstützung. So lauten die Hauptvorwürfe der Bauern. In der Branche werden zahlreiche Schließungen befürchtet. Trotz des Ernstes der Lage bin ich froh, dass wir uns heute hier treffen. Es ist auch gut, dass der Bauernstand als Berufsstand das Zeichen gibt, Leute, ihr dürft uns nicht weiter würgen, weil sonst gibt es uns irgendwann nicht mehr. Und wenn ein Handwerker einen neuen Betrieb aufmacht, das passiert ab und zu. Aber ein Landwirt, der seinen Hof zumacht, da gibt es keinen mehr, der den Hof wieder aufmacht. Und das darf nicht passieren. Die Ampelkoalition hat bereits angekündigt, die Befreiung von der Kfz-Steuer doch beizubehalten. Beim Agrardiesel soll die Steuerbegünstigung jetzt schrittweise reduziert werden. Doch das reicht den Landwirten nicht. Es wird diese Woche noch mehrere kleinere Aktionen geben, die zum Teil auch noch erst genehmigt werden müssen. Heute ist natürlich der große Schwerpunkt, das ist ganz klar. Was dann folgt, ist am Montag die große Demo in Berlin, wo wir aus dem Kreis mit einem Bus teilnehmen wollen. Rettungsdienste haben wegen der Bauernproteste übrigens keine größeren Beeinträchtigungen verzeichnet. Das haben am späten Nachmittag zumindest die Johanniter und auch die Malteser offiziell bestätigt.